Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem Part von So wie 3. Wir machen uns auf den Weg ins Dörfchen, eine neue Karte hat sich uns eröffnet. Fangen wir wieder gut an. Zeig mir, was du zu bieten hast. Okay. Handfasser. Gut, wir wollten ins Dorf. Ja, was gibt's da? Jetzt doch. Ach, wir gehen erstmal hier gucken. Ja, wir wollten ins Dorf. okay. Ein Hochsitz, ein Zaun. Wo komm ich hier nicht rein? Dann mal los plötzlich. Nein. Anschlagpunkt. Kaum bin ich da, schon Meldung Anschlagpunkt. Ihr Götter, bald ist Vollmond. Du gehörst nicht zu den Fenster Männern vom Baron, Türen oder? Mit Eisen beschlagen. Wenn ich nur Milch für die Türschwelle hätte, die würde alle Dämonen fernhalten. Okay. Trostlos Örtchen. Ah, hier ist das. Als lesen. Das Ahnenfest rückt näher. Bald schon kommt das Ahnenfest. Geplagte Seelen, die nach dem Tod bisher keine Ruhe fanden, hungrige, müde, verängstigte Geister. Bald werden sie unter uns wandeln. Aber wir werden Masken schnitzen und sie mit Gesang, Gebet und guten Worten in die nächste Welt schicken. Der Weideler. Warnung: In einsamen Wäldern sind Schreie weit zu hören. Und Schatten reichen weit. Meide also das finstere Unterholz, mein Kind, damit dich auch nichts Wildes frisst. Warnung, hüte deine Zunge, die Bäume haben Ohren, ein Freund. Eine Bitte, gute Leute, da ich nichts anderes hatte, gab ich meinen Kindern Pfannkuchen aus Eichelmehl. Seitdem sind 3 Tage vergangen und sie liegen nur da, ihre Bäuche dröhnen schrecklich. Ihnen ist übel und sie weinen ohne Unterlass. Wer zu helfen weiß, soll bitte zu meiner Hütte kommen. Ich habe nichts zu geben als ein warmes Wort und ein Dankgebet. Anzeige. Ihr seid hiermit gewarnt, dass jeder mit einer produzierenden Milchkuh verpflichtet ist, diese vor dem Wochenende nach Krähenfeld zu bringen. Auf wessen Hof wir danach noch eine Milchkuh finden, der erhält auf der Stelle 50 Peitschenhiebe und wir nehmen ihm weg, was wir tragen können. Wer Leute meldet, die Milchkühe verstecken, bekommen einen Sack Getreide. Fett, Webel, Adal. Vermisste Ehefrau, gute Leute, habt Erbarmen und hört mein Flehen. Meine Frau Hanna ist verschwunden. Sie ist vor ein paar Tagen in den Wald gegangen und nicht zurückgekehrt. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Und zahle dem, der sie mir zurückbringt oder mir wenigstens sagt, wo ich sie suchen muss, jeden Preis. Nielen, Jäger aus Schwarzwald. Okay. Da
Das hätten wir. Wildes Herz. Sondern zwei im Wald zurückgelassen. Was wird aus uns? Was guckst du so? Belästige uns arme Leute nicht länger. Geht's zur Welle am Scheideweg? Ja, jetzt noch nicht. Was haben wir denn für Quests? Die Nilfgaardsche Verbindung. Einige Quests sind möglicherweise noch zu schwierig. Neben jedem Questnamen findest du eine Stufenempfehlung. Wenn Geralt diese Stufe erreicht hat, ist er bereit für diese Quest. Ja, deswegen machen wir die Quest auch noch nicht. Windspiele gegen Wirte. Ach so, ich dachte, der guten Frau soll mir helfen damit. Wildes Herz. Ja. Gewinnspiele gegen Wirte. Gewinne Stepans einzigartige Karte. Aha. Das ist jetzt eine Nebenquest. Okay. Machen wir das doch mal. Früher kamen am Markttag Wagen mit köstlichem Fett beladen an. Mit geräuchertem Schinken, Schmalz, roten. Aber wo ist denn der? Ja, hier im Ort ist ja sonst nichts. Galgenhügel. Viele Fragezeichen. Ach, da? Ja, nee. Da gehen wir jetzt noch nicht hin. Nee. Dann machen wir doch lieber. Finde heraus, ob Ciri sich in Belem befindet. M hier vor Emreis hatte bereits längere Zeit nach seiner Tochter Ciri gesucht. Selbst die zweifelhafteste Nachricht über eine aschblonde junge Frau mit einer Narbe auf der Wange würde die kaiserliche Spione sofort herbeirufen. Nicht einmal die harschen Bedingungen des vom Krieg zerstörten Belem konnte sie abhalten, und dort waren sie am erfolgreichsten und fanden heraus, dass Ciri sich in der Region aufgehalten hatte und möglicherweise noch aufhielt. Ähnlich jedoch nicht bestätigte Berichte gab es aus Novigrad. Emhirs Schergen konnten in Skellige nichts Greifbares in Erfahrung bringen. Jedoch hatte es auf einer der Inseln eine gewaltige Entladung magischer Energie gegeben, und es schien wahrscheinlich, dass Ciri etwas damit zu tun hatte. Ach ja, auch hatte. Karte. Da wäre Wählen. Nee. Wo soll ich denn hier suchen? Also hier noch gar nichts. Oh, hier haben wir eine Kiste. Sehr gut. Ja. Nein. Dann machen wir doch das. Geht zur Taverne am Scheideweg. Ja. Wo ist die? Hier. Gut. Gehen wir da erstmal hin. Kennst du den Preis für ihre Hilfe? Blut und Albträume. So. Wo ist mein Pferd? Plötze. Oder sollen wir es ein Fragezeichen machen? Gute Herrin, gütige Herrin, woher stammt nur der ganze Glauben? Komm schon! Schrei mal nicht so. Jetzt lass mich doch erstmal gucken. Mal überlegen. Ach, sollen wir nicht erkundet, sollen wir da mal erst hingehen? Ach, kommt. Geh
gehen wir dahin erstmal. Machen wir 1, 2 Fragezeichen. Oder 3. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, was uns da erwartet. Das kann lustig werden. Hexer, hab Erbarmen! Langsam, langsam! Was, Hexer, hab Erbarmen? Ja? Was hast du gesagt, Hexer, hab Erbarmen? Bist du ein Hexer? Ja? Bist du ein Hexer? Okay. Lauf, Blätze! Erstmal in die Richtung. Schau mal, was uns hier erwartet. Okay, ich sehe schon, was uns erwartet. Verdammter Ziegenficker! Mund halten und kämpfen! Halt die Schnauze und kämpfen! Held! So! Wer wollte was? Hm? Gegrilltes Hühnerbrötchen. Oh, danke. Rehhaut und Streitkorn. Da. Eine Strickleiter und ein stumpfes Bein. Hier sind Pflanzen. Sind das Schöllkraut? Okay, was ist denn da unten? Oh, plötzlich. Gehen wir mal dahin. Ich habe da kleine Monster gesehen. Lauf, Blätze! Der kleine Monster, ja, Gule halt. Oder sowas. Ich wollte doch nur vom Pferd. Und so hatten sie mich schon. Da komm, nicht so lange laden. Hallo? Danke. Wollen wir da hin? Klar. Was will ich jetzt machen? Let's see. Da bist du. Heya! Können wir nicht springen? Okay. Ah!
lass mich doch runter. Jetzt lass mich doch erstmal runter. Nicht lustig. Also, ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir preschen auch drauf los, das ist ja auch nicht gerade Sinn der Sache, oder? Wir versuchen es noch einmal. Ja, wir versuchen es noch einmal. Wenn der Ladebildschirm uns nicht immer aufhalten würde. Der Ladebildschirm. Okay. Inventar mal eben. Nein, nicht Inventar. Laufplätze. Langsamer. Seid ihr denn Nicker? Kann man das wirklich oder? Nickerklaue? Neckerkriegsleber, Neckerherz. Kleines Blaues, irgendwas. Eieiei. Neckerherz, Neckerblut. Geht doch. Man muss nur vom Pferd ab. Okay, aber das war es ja bestimmt noch nicht. Wolfbann? Wir sollten auch uns vielleicht eventuell wollen wir da rein? Da ist eine Kiste. Glanz, gewöhnlicher Gegenstand, Bernsteinstaub, Holz, Schemakovirisches Erntemesser. Werbeabsurd. Nein. Okay. Wir gehen rein. Das ist ein Fehler, ich sag's euch. Aber was mich mehr interessiert. Fackel. Achso. Die können wir ja. Nein. Nein. Auswählen. Ich habe sie ausgewählt. Ich habe sie ausgewählt. Strahlt ein schwaches Licht aus. Ich hab's ausgewählt. Oh. Schema überlegen. Bärensachen. Öl, Leder, aufnehmen, Meteoritenwaren.
schon wieder ein falsches Knopf. Aber. Wir sollten einmal F5 drücken, wenn ich es finde auf Gold. Okay. Zeit zu sterben. Dicker Clown, Monsterknochen, lecker Kriegerleber, lecker Herz. Ja, lecker Mann macht's möglich. Dicker Clown, lecker Augen. Okay. Kartoffelprofist. Necker Klau, Necker Leber, Necker Herz. Au, Necker Blut. Lecker, lecker, alles gut. Hier ist noch irgendwas da. Okay. Nein. Hilfe. Denke ich mal. Im Moment ist Ruhe hier, oder? Was ist das? Kleiner Peru-Ruhestein. Okay. Da geht's raus. Ich will noch nicht raus. Aber das war's schon? Nein. Echt jetzt? Das war's für die Höhle? Nein, das ist doch nicht wahr. Wieso kann ich die Fackel nicht anmachen? Das Schwert in der Hand habe? Nein. Bitte nicht. Ach. Ja, egal. Lass mal halt im Dunkeln. Scheint aber draußen noch etwas zu sein. Was habt ihr denn schönes gekocht? Mmh, yummy, yummy. Ja, das war's. Die Höhle ist gegessen. Tageslicht. Eisenerz, schematidarische Kavallerierüstung. Kleiner Swarok, Sprungenstein, schatziger Gambeson. Okay, sonst was hier vergessen? Nö. Mein Pferd?
Muss man das zerstören? Gut, haben wir das auch. Dann würde ich mal sagen, speichern wir F5. Und schauen auf der Karte nach. Das ist ein Händler, nicht erkundeter Ort. Trifft sich gut. Wenn ein Händler da ist, wieso nicht? Dann können wir schon ein bisschen wieder was verkaufen. Schauen, was er da so hat. Nein, ich drücke immer falsch. Verlassener Wagen. Rubinstaub, Holz. Rubinstaub, Holz. Nein. Ich möchte doch nur mal. Gerne die Waffe ausrüsten. Es ist manchmal zum Mäusebellen. Aber okay. Nein, du sollst jetzt keine Waffe ziehen. Hä? Steck deine Waffe weg. Heya! Oha. Langsamer. Mach langsam. Das wär... Lauf, Plätze. Ja. Na komm schon. Na, hau drauf. Ich bin tot. Das heißt auch, ich sollte mal den Part beenden. Ja, den beende ich auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios.